Ich komm. Ein Einsturz, Mist. Ich will da rein. Und eine Treppe, wie praktisch. Sieht mir nach einer Falle aus. Scheiß drauf, gehen wir. Ich bin noch langsam im roten Bereich, oder? Ah, so, okay, guck mal. Scheiße, jetzt kommen wir besser. Vorsicht! Ah, alter Junge, lauf, 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 lauf. Okay, war das jetzt geplant, oder? Okay, doch. Vergessene Karte. Die Marktstation war nicht mehr weit entfernt. Aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Ja, erstmal was gesäffelt. Ja, verdammt. Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wären, stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Adjom, durchsuche die Leichen und versuche uns hier rauszubringen. So, okay. Dann durchsuchen wir erstmal die Leichen. Ja, was ist denn jetzt? Wieder Hallos, oder was? Mhm. Muni, 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 Muni. Rostige Stück Scheiße. Komm schon, öffne dich. Antion, ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas nicht stimmt. Denk an unsere Abmachung. Ich zähle auf dich, Junge. Wir werden eingesögt. Oder? Komm schon. Braves Gitter. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Oh, große Tür. Ich höre, du rufst mich. Ja, meine Herrin. Ich höre dich. Ja. Jetzt bin ich glücklich. Deine Lieder sind herrlich. Sing weiter. Sing nur für mich. Was zum Teufel ist mit mir geschehen? Artyom, hast du diese Lieder gehört? Das wünsche ich keinem Feind. Weißt du, du bist härter, als du aussiehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Wer geschafft hat, vor dem Ziel gefressen. Kommst du nicht rein, wa? Kommst du nicht rein? Ich steig jetzt erstmal auf die Shotty um, weil ich hier genug habe. Ist doch in Ordnung. Erstmal zur Leiche gehen. Ein bisschen Muni absnacken hier. Ich weiß nicht, muss ich eine Gasmaske tragen? Eigentlich nicht, oder? Ah, auf G habe ich schon mal ein Bild dabei. Okay. Oh jo, der kommt ja. Der ist ja gekommen. Und hier ist der Markt. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Alter Junge. Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Na geil. Mistkerle! Wen habt ihr da mit euch geschleift? Verdammte Nosales! Semyon! Starrt in den Boden! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Meinst du? Dann hättest du wohl gern, gell? Nein, nein, ich wollte nicht nachladen. Ah, ich kann es nicht abbrechen. Ah, aue, aue, aue.
In your face, ah, bitch, ah. Lass mich. Lad nach, lad nach, lad nach. Ah, in your Gesicht, Mann. Na, komm her. Komm her, bitch. Bam. Also, Tom hält schon nicht so viel aus, muss ich sagen. Oh yeah, bam. Du bist down. Oh, wo? Bam. In your Gesicht. In your schwarzes Gesicht rein. Was machst du denn da, Junge? Hast du verirrt oder was? Komm her. Was schreist du so? Bam. Oh. Fass mich nicht an, Junge. Fass mich ja nicht an. Hey, ihr! Zeigt euch! Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund, bist du das? Und ich hatte die Hoffnung aufgegeben, dich lebendig wiederzusehen. Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Großer Gerät. Markt. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Sofort die Waffen wegstecken. Wer sind sie? Ins Licht kommen. Langsam, langsam. Ich will verdammt sein. Es ist Bourbon. Hey, Leute. Die beiden sollten wir besser durchsuchen. Und, alter Saufbold, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns ein wenig reden. Und du hältst dein Auge auf den da. Ach, der, da bin ich. Nicht bewegen! Okay, Junge, mach mal ruhigen jetzt, ja? Ich will die AK haben! Ja, und jetzt? Ich hab mich jetzt bewegt, und jetzt? Stillgestanden! Ich rede mit dir! Okay, die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt! Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Nee. Hey, einen anderen Tonfall gefälligst. Schnauze! Presse! Wir stecken tief in der Scheiße. Keine Chance, dass ich diese Lage nicht auszahlen kann. Nein. Wir können von Glück sagen, dass wir uns schon den Rest unserer Tage scheiße ausrufen. Sie werden darin noch die verkohlten Körper der Opfer. Ein Albtraum. Man kommt nur schwer am Kann man hier nicht irgendwas mitnehmen? Zwischen Wagen und Wänden aufgefüllt hat. In dieser Bahn ging etwas Seltsames vor sich. Der Mensch, ich glaube nicht an all diese mystischen Tunnelsen. Daher dachte ich, es wären Ratten und dergleichen. Falls mich jemand hört, bitte antworte. Hier ist Moskau, U-Bahn-Station Markt. In St. Petersburg müsste es Überlebende geben. Manche Metrostationen sind da noch tiefer als unsere. Ich war mal da, als ich noch jung war. Es gab dort diese riesigen Eisentore, die sich zusammen mit den Türen öffneten, wenn eine Bahn ankam.
Ein Ingenieur sagte mir während des Baus dieser Strecke, dass die Hälfte der Männer seines Teams von irgendwas gefressen worden sei. Man fand nur noch ihre Werkzeuge und die nackten Knochen. Das wurde natürlich verduscht. Aber sie installierten diese Eisentore, nur um sicher zu gehen. Ich will mir gar nicht vorstellen, was die Strahlung dort angerichtet hat. Einmal fing ich eine Übertragung von einer überlebenden Panzerbesatzung. Ich höre mir das wirklich nicht alles an. Es ist sehr schön, was du alles erlebt hast, mein Bub. Ei, Kollege. Der Boss ist beschäftigt. Komm später wieder. Oder Papa? Weder noch. Es war Feuer. Nee. Ein kleiner Soldat. Ich bestehe einfach mal die Leute. Hör auf damit. Genau. Hast du die Filter noch nicht? Dann hol weg. Mensch, jetzt lass mich mit dem Mann reden. Bitte. Steht eine ausgebrannte Bahn. Als ich sie vor Jahren sah, saßen darin. Rede doch. Nur noch ein paar Minuten, Junge. Wir sind uns fast einig. Man kommt nur schwer. Redest doch gar nicht. Dir geht's gut, nehme ich an. Zumindest nicht schlecht. Hast du die Filter noch nicht? Dann du bist wegen Dur hier? Was Seltsames. So. Verwöhn dich mit etwas Luxus für dein bescheidenes Alter. Kommen Sie, schauen Sie es jetzt. Probieren Sie aus und kaufen Sie. Will ich nicht. Wie wäre es mit einer Bratpfanne? Genau das Richtige, das um das Fleisch zu braten, oder? Ein bisschen zu teuer. Mein Cousin hat gesagt, wenn Kinder zu weit weggehen, werden sie von den Mutanten gefangen. Und die Mutanten fressen die Gehirne der Kinder. Und dann werden die Kinder auch Mutanten. Wenn du also deinen Freund triffst, kommt er näher und dann wird dein Gehirn gefressen. Wow, cool. Cool. Wow, das ist cool. Jetzt hol mir das Sandwich. Wofür? Ich weiß doch bereits alles. Ja, ja. Wirst du hineingesogen. Verkaufen. Die Tore stehen bequem offen. Deshalb gehen die Stocker nie alleine zur großen Bibliothek. Ich will aber nicht die verkaufen, ich will die kaufen. Guckt, kann der andere ihn wieder zu Bewusstsein bringen. Das sind, warte mal, das sind unsere, ne? Die sind die Shoddy. Das sind die Pizzle-Mini-Munis. Das sind unsere. Was das für Dinger sind, weiß ich nicht. Das sind fünf. Kaufen wir mal genug jetzt hier. 40, 6, 15. 30. Davon haben wir eigentlich auch noch genug. Pfeile. Brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt, oder? Ne? Guter Deal. Ja, ne? So. Sind immer nützlich. Gasfilter haben damit wir noch. Damit können sie sich sogar rasieren. Messer, Diamant. Wie auch immer. Ja, danke. Ah, Kollege, kannst du Waffen irgendwie modifizieren? Nee, ne? Was gibt's denn? Hallo! Hi. Kann man sonst noch was kaufen hier? Dann würde ich nämlich mir mal ein paar Messer kaufen. Gern geschehen. Messer. Sind immer nützlich. Mal, sollte wie viele so Medipacks um die 20 haben Minuten reichen. 10, da könnten wir 3 Stück noch kaufen. Sollte so um die 20 Minuten reichen. Messer haben wir 2 Stück, da kaufe ich nochmal einen davon. Sollte so um. Ist reserviert. So, dann kaufe ich davon so, das Zeug fällt Ihnen bereits aus den Taschen. Noch Stück, mehr. Sollte okay. So um. Wie viel so. Haben Sie gesagt? Wie auch immer. Alles klar. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Verkaufen. 10 Stück. Dann haben wir Gold. Ein bisschen zu teuer. 2 Pfeile, 2 Gold. Ja. Dieses Kaliber haben Sie machen nicht. So. 32 Stinks haben wir. Machen wir mal so.
Da haben wir 45, 6. Nee, lass mal geschehen. Das können wir davon noch kaufen. Drei Stück? Nee, okay. Alles klar. Brauchen Sie Moon? Nein, ich brauche keine Moon. Am Prospekt Mira. So. Man kommt nur schwimmen, nicht vorbei. Alter, was ist los hier, Mann? Also, ich habe hier mit einem Typen etwas ausgemacht. Er ist ein gieriges Arschloch, aber daran können wir nichts ändern. Nimm meinen Ersatzfilter. Wir müssen hoch an die Oberfläche. Gut, also gehen wir. Ich denke, du kennst den Weg bereits. Jetzt haben wir genug Filter, ja? Siehst du? Gut, dass wir keine gekauft haben, aber Messer. Können wir abstechen? Hier ist die Moskauer Bourbon? Hört mich jemand? Als wenn du es nicht wüsstest. Halt die Klappe und verschwinde. Falls mich jemand hört. Ich habe bereits gezahlt, Micha. Mich hast du nicht bezahlt. Aber wenn du nicht durch willst. Bitte antworten. Scheiße. Ist mir ein Vergnügen, Geschäfte mit dir zu machen. Schon gut, war nur ein Scherz. Hier ist die Moskauer Metro, Ende. Hört mich jemand? Alle bereit machen! Das Tor öffnet sich! Sind Sie sicher, Kommandant? Stellung einnehmen! Gebt mir Deckung! Verdammt, ich hasse das so sehr! Falls mich jemand hört, bitte antworten. Ich soll keine Antwort drauf geben, ey. Sind Sie sicher? Ja, einfach weitergehen. Hier ist die Moskauer Metro. Na, sieh du ruhig aus. Die Luft ist rein. Los! Falls mich jemand hört. Auf geht's, komm. Viel Glück, Leute! Wir müssen hier weg. Sofort anhalten! Böben, anhalten! Schnapp sie euch! Bewegung, Junge! Wieso jetzt schnappt sie euch, hey? Tote Stadt. Als wir zu den Ruinen Moskaus kamen, empfand ich Angst und Trauer. Aber nach einem Leben im Untergrund sah ich auch endlich die seltsame Schönheit des Himmels und der Landschaft. Das ist die tote Stadt, grunzte Bourbon. Willkommen zu Hause, Artyom. Und hier heißen wir willkommen, nur... Ich sage ciao und wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Also bis dann, euer Flo. Ciao.